Servus Leute, ich bin's, euer Joker. Heute nehme ich euch mit nach Chicago, denn wir spielen Watch Dogs. Watch Dogs ist ein Spiel, das müsst ihr ja kennen. Ist ziemlich cool gemacht. Open World, so ähnlich wie GTA, nur abgespeckt, finde ich. Das mit den Hacken ist eine coole Idee und so. Angezockt habe ich schon, gefällt mir sehr. 20 Minuten, 30 Minuten habe ich schon gespielt. Aber wir wollen ja von Anfang an spielen, also ein neues Spiel. So, und ich halte jetzt mal meine Klappe und ihr guckt euch die Videosequenzen an. Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalte ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Thank you.
musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Maurice zu erschießen. Das tue ich jetzt mal. Erinnerst du dich jetzt? Maurice redet nicht. So, los geht's. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Schanze in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Dieser Typ. Was soll ich nur tun? Ich muss echt weiter. Noch ein paar Sachen aufsammeln. Weiter geht's. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet. Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Dan, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dan, pa, 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 pa. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse, pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. So, wir müssen uns jetzt an der Polizei vorbeischleichen. Das machen wir mal eben. Ich habe hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist man merkt auch gleich, dass man kein Tutorial oder so hat, sondern direkt ins Spiel reingeworfen wird. Beim ersten Mal spielen
hat man sich schwerer getan, aber es geht. Auf jeden Fall. Verstanden. Wir schicken die Spuren. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. So, dann müssen wir den Punkt hier erreichen. Ich meine den. So, spazieren wir mal rein. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. So, wir müssen jetzt für Ablenkung sorgen, dafür bauen wir uns, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Köder, genau. Stellen wir her. Zur Ablenkung. Das Deckungssystem gefällt mir persönlich gut, dass man von Deckung zu Deckung gehen kann, ziemlich leise und gut. Funktioniert super auf jeden Fall. Hier geht es komischerweise erstmal nicht weiter, müssen wir kurz warten. Sir. Ja, kommt hierher. Scheiße, Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Schleichen wir uns an den Boden vorbei. Scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Ja. Batboy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer linken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops sind die sicher auch nicht frei. Sie, Alan? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Ja, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit die Räuber unter den Darm spielen. Das wird reichen. Es gab einen isolierten Vogel im Dunkeln. So, hacken wir uns mal ran. Und sorgen wir mal für einen Blackout. Statt den Strom ab. Ziemlich viel gemacht, finde ich. So, das war's leider schon mit dem ersten Part. Wir sehen uns im nächsten Part und hoffe, ihr schaut wieder an.